Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, die Post ist da. Und zwar habe ich jetzt einen Adapter bekommen. Ein HD Audio und Video Capture. Und zwar kann ich alle Eingänge über HDMI umwandeln, ja, in ein Capture Video. Also das Teil wird wohl als Webcam erkannt. Und dann kann ich zum Beispiel eine PlayStation anschließen oder jetzt meinen Commodore anschließen. Und dann dementsprechend dann aufnehmen. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Das werde ich jetzt erstmal testen. Zumal laut Angaben ist es nur für Windows freigegeben. Ich stelle nochmal drauf, bis zu 4K und USB-C unterstützt das Ding. Ja, ist schön klein, handlich. Ich würde sagen, ich schließe das mal an. Und dann machen wir mal sofort einen Praxistest. Das Ganze über ein Ubuntu-System, beziehungsweise Tuxedo OS habe ich hier drauf. Lass mich mal eben ein. Ziel ist es natürlich, meinen ja richtigen Commodore C64 dort anzuschließen. Aber dafür fehlt mir auch noch ein zweiter Adapter, der ist leider nicht mitgekommen. Und zwar brauche ich einen Adapter von S-Video auf HDMI. Der ist leider nicht dabei. Was noch gekommen ist, ein Adapter HDMI auf HDMI. Und zwar aus diesem Grunde, weil der Commodore Z64 hat nämlich nur einen HDMI-Anschluss. Und keinen separaten Audioanschluss. Und mein Monitor hat keine Boxen, deswegen habe ich hier die separaten. Und da ich dann trotzdem Sound habe, habe ich die ganze Zeit improvisiert mit diesem Adapter auf VGA. Aber das Bild ist dann nicht ganz so toll und deswegen dieser andere Adapter noch. Das Ganze schließe ich jetzt an und ich würde sagen, die Show kann beginnen. Ganz kurz zur Erklärung, das wäre jetzt HDMI to HDMI, klingt ein bisschen paradox, aber mir geht es um den zusätzlichen Audioanschluss. Und genau, das wird mit diesem Konverter so langsam jetzt realisiert. Ich habe hier noch verschiedene Einstellmöglichkeiten, ja Dolby 5.1, Zweikanal und Pass. Ja, da muss ich ausprobieren, welches die richtige Einstellung ist. Ich denke mal Zweikanal muss ich wohl nehmen. Und genau, der Konverter braucht einen zusätzlichen Stromanschluss mit 5 Volt. Ja, und man kann das Ganze sogar noch mit Digital-Out, kann man das Ganze auch noch erweitern. Ich werde mich jetzt hier erstmal um den analogen Anschluss kümmern. Ja, den alten Adapter, den schließe ich wieder ab. So, zum Vergleich habe ich jetzt beim Computer The64, habe ich das Ganze jetzt mit dem alten System angeschlossen. Aber ich habe hier hinten nur einen HDMI-Anschluss und das ist einfach nur ein Power-Anschluss. Ja, und das Ganze wird dann umgewandelt als zu VGA und geht dann dementsprechend in den Monitor hinein. Und der Vorteil hier dran ist natürlich, ich habe hier auch so eine Art Konverter mit drin und kann dementsprechend meine Boxen dort mit anschließen. Machen wir den Monitor an. Ja, Rechner an. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Der steht noch auf HDMI. Da muss man so ein bisschen umständlich umswitchen. Da wäre er schon. Wie man jetzt vielleicht hört, hört man nichts. So, jetzt habe ich ihn hineingestöpselt. Und jetzt hätten wir auch Ton. Das kann ich mal ganz kurz zeigen. Ich gehe dazu mal in den Karussellmodus. Ach so, was jetzt noch bei diesem Adapter ist, man hat natürlich 4:3 Auflösung, das passt schon. Aber der schwarze Rand ist jetzt hier rechts. Das Bild ist nicht schön sauber in der Mitte. Und deswegen hoffe ich mal, dass mit dem anderen Konverter, dass ich entweder ein richtiges Vollbild habe oder dass das Bild wenigstens in der Mitte ist. Ist jetzt kein K.O.-Kriterium, aber es wäre natürlich schon nice to have auf jeden Fall. Ich gehe mal jetzt hier in den Karussellmodus unter Option. Dann haben wir auch sofort ein bisschen Sound. Wie war das nochmal? Wechsel zu Karussellmodus. Und wie man hört, hat man jetzt hier Sound. Ja, und man kann halt eben über diese Regler ganz analog die Lautstärke einstellen. So, jetzt switche ich aber um zu HDMI. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ich fahre den Rechner wieder runter, indem ich hier drauf drücke. Und dann fährt der Rechner Z64 runter. Hier ist übrigens auch ein Linux-System drauf mit dem Emulator Weiß. Ja, das gute Gerät braucht ganz normalen Netzanschluss. Nehme ich jetzt hier so ein USB-Netzteil.
und versorge das Gerät schon mal mit Spannung. So, und dann müsste der Audio-Eingang bzw. Ausgang hier rein. Und irgendwo steht HDMI in. Das wäre dann die Verbindung zum Computer und das wäre dann die Verbindung zum Fernseher. Das wäre jetzt der Anschluss für den Monitor. Ja, und es kommt noch ein Anschluss zum Commodore. So, der Anschluss wäre jetzt drin. Alles miteinander verbunden. Ich starte den Rechner mal hoch. Power ist gegeben. Hier ist Power gegeben. Und jetzt muss ich hier noch... Ich höre schon mal einen Sound und ich habe Bild. Das funktioniert schon mal super. Mal gucken, was für eine Auflösung. Ja, und das Bild ist in der Mitte. So muss es sein. Genau so stelle ich mir das vor. Prima. Und ich erkenne auch jetzt schon, dass über HDMI das Bild natürlich wesentlich besser ist als wie diese Umwandlung über VGA. Das hat schon mal funktioniert. Ja, und jetzt würde ich sagen, Capture-Stick, den packe ich an meinen Linux-Rechner dran, mein Tuxedo. Ja, und dann versuche ich mal, irgendetwas von dem Commodore aufzunehmen. Ja, über OBS. Ich würde sagen, die Installation kann beginnen. Ich sehe gerade, hier ist sogar noch so ein Adapterstück dabei, dass man dann gegebenenfalls, falls man nicht diesen kleinen USB-C-Anschluss hat, dass man auch dementsprechend so das Ganze anschließen kann. Ich müsste jetzt hier noch einen haben, einen USB-C-Anschluss. Ich stecke ihn hier hinein. So, und jetzt brauche ich eigentlich nur den, nee, ich nehme einfach mal erstmal den direkten Anschluss, nehme den direkten Anschluss und stecke ihn hier hinein. So, dann verbinde ich das Ganze mal. Ja, dann würde ich sagen, starte ich einfach mal OBS. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Mach das Bild mal ein bisschen heller, damit ihr ein bisschen besser was erkennen könnt. So, ich muss jetzt aber erstmal gucken, wie ich das jetzt hier vernünftig einstelle. Ich denke mal über Videogerät. Ich nenne das mal C64. Ah, ich sehe da was. Da habe ich gerade die Kamera ausgemacht. Okay, so war erst der Zustand. Jetzt muss ich hier drauf achten, dass ich dementsprechend die anderen Videoeingänge wohl deaktiviere. Irgendwo habe ich doch gerade den Commodore gesehen. Hier. Hier müsste ich nochmal in die Einstellung gehen. Da sehe ich auch mein Commodore-Bild. Prima. Ich glaube, ich kann jetzt auch direkt das Ganze jetzt weitermachen über OBS. Ich starte jetzt hier mal OBS und dann sehen wir uns über OBS wieder. So, die Aufnahme läuft jetzt über ABS. Headset habe ich auch angeschlossen. Jetzt muss das Bild nur irgendwie ein bisschen mehr in die Mitte bekommen. Aus irgendwelchen Gründen ist er jetzt ein bisschen weit unten. Ach, guck mal, man kann sogar drehen. Das wusste ich auch noch nicht. Aber das habe ich jetzt gar nicht vor. Vielleicht einfach hier hochziehen. Ich kann zwar jetzt hier skalieren. Aber, so, einfach packen. Okay, jetzt bin ich auf Position. Das könnte ich sogar. Weil den Rand braucht man im Grunde genommen ja eh nicht. Ich könnte hier sogar noch ein bisschen tricksen. Und dementsprechend das Bild schön in die Mitte platzieren. Vielleicht in etwa so. Ja, so wäre doch schön, ne? Prima. Also ich würde sagen, das Ganze hat funktioniert. Ich nehme mal einen Joystick in die Hand. Ach so, jetzt seht ihr unten... Jetzt sieht man unten das Menü nicht. Muss das Bild doch wieder ein bisschen kleiner machen. Weil das Menü sollte man ja schon sehen. Vielleicht so. Ja, so sieht auch ganz gut aus für die Aufnahme. Noch ein bisschen in die Mitte. Gut. Nur was jetzt höchstwahrscheinlich nicht ist, jetzt haben wir keinen Sound. Gut, darum kümmere ich mich aber später. Mich würde einfach nur interessieren, wie ist die Bildqualität, wenn ich jetzt hier drüber aufnehme. Ich wechsle den Karussellmodus, das ist jetzt am einfachsten. Und starte mal irgendein Spiel hier. Ja, so ganz ohne Ton ist wirklich blöd. Und ich muss sagen, es funktioniert. Ja, bestimmt ist jetzt alles ein bisschen verzögert. Aber ich sag mal so, zum Aufnehmen und zum Demonstrieren, dafür reicht das auf jeden Fall.
Und wie ihr jetzt schon seht, bin ich jetzt auch nicht so der begnadete Zocker. Da schon wieder getroffen. Okay, ich würde sagen, Versuch hat funktioniert. HDMI-Capture funktioniert. Der Konverter funktioniert. Ja, jetzt fehlt mir nur noch ein zweiter Adapter für den echten Commodore 64, den ich genau gleich anschließen möchte. Ja, das ist so eine schöne Kombination, Retro-Spaß mit Linux zu verknüpfen. Was man natürlich auch machen kann, neben den Commodore kann man natürlich auch jetzt zum Beispiel einen Camcorder anschließen, eine PlayStation, whatever. Alles, was irgendwie Bild ausgibt über HDMI, alles das lässt sich dann höchstwahrscheinlich zumindest über diesen HDMI-Konverter anschließen und dementsprechend damit OBS aufnehmen, sodass man dann immer eine Top-Qualität hat. So, mittlerweile sieht die richtig chaotisch aus. Das soll mich jetzt aber weiter davon nicht abhalten. So, jetzt möchte ich ganz gerne den Konverter, diesen mit dem Laptop verbinden, um das Ganze mit OBS auch soundmäßig aufnehmen zu können. Ich habe jetzt hier nur so ein Verlängerungskabel, Klinke. Aber hier habe ich noch so ein ganz kurzes Klinke auf Klinke. Und das verknüpfe ich jetzt einfach miteinander. Und dann hoffe ich mal, dass ich dann auch Ton habe. Gut. Es wird wohl ein Kopfhörer erkannt. Das ist schon mal sehr gut. Aber irgendwie wohl kein Ton. So, wieder zurück bei OBS. Das Klinkekabel habe ich jetzt miteinander verknüpft. Und jetzt muss ich ein bisschen noch in den Einstellungen rum switchen. Test 1, 2. Nein, das war falsch. Test 1, oh. Dann er schlägt hier aus, das wundert mich. Das müsste eigentlich die richtige Einstellung sein. Ich bin mal gespannt, ob ihr jetzt was hört. Das werde ich gleich beim Schnitt sehen, weil ich höre jetzt nämlich nichts. Dann müsste ich vielleicht noch eine Brücke bauen am HDMI-Konverter und das dann so über meine externen Boxen anschließen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Gut, ich beende das Video mal jetzt hier an dieser Stelle und bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt. Nächstes Mal. Glück auf.